Björn. Ja, nachdem im letzten Jahr die schöne Pflanzaktion hier oben am Mühlenberg stattgefunden hat, organisiert von Hessenforst und Frank Säumer mit dem Team von NAJU und der Stadt Frankenau, hatten wir dann nach der ganzen tollen Aktion Unterstützung der Frankenberger Bank erhalten, um hier auch mit diesem Unterstand eine Möglichkeit zu haben, dass die Eltern und Kinder sich immer mal wieder hier aufhalten können und mit diesen tollen Tafeln an diesen Tag großes Dankeschön an NAJU, an Hessenforst, an die Frankenberger Bank. Ich denke, es ist eine tolle Gemeinschaftsaktion. Ja, für uns aus der NAJU war es sehr wichtig, dass wir nicht nur den Wald hier einmal anpflanzen, sondern dass auch eine Nachhaltigkeit da ist, dass die Kinder und Jugendlichen immer wieder hierher kommen und sich ihre Bäume und die sich hier entwickelnde Natur anschauen können und hier auch noch für den Bildungsaspekt erfahren, was für Vogelarten hier leben, welche Bäume hier wachsen. Das sind halt verschiedene Baumarten. Es wird ja ein reiner Mischwald mit überwiegend Eiche, aber mit ganz vielen anderen Baumarten, und die haben wir hier dargestellt, sodass da jeder auch die Baumarten bestimmen kann und dass sich die Kinder über die Natur informieren und lernen können. Jetzt. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, die gemeinsame Aktion mit der Frankenberger Bank, mit der NAJU, mit der Stadt. Das lief sehr, sehr eng zusammen und wir hatten regelmäßig Kontakt und so ist so ein Werk entstanden und nur so funktioniert es und hat mir viel Freude dabei bereitet, das jetzt auch so wachsen zu sehen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass der Wald ein bisschen höher wird. Ich denke mal, wenn wir hier in 5 Jahren uns treffen, sieht das auch schon ganz anders aus. Dann ist das Infopavillon mit heranwachsendem Wald ein sehr, sehr schönes Bild. Freue ich mich drauf. Ja, wir haben da ein Interesse daran, sowas zu machen hier als regionale Bank vor Ort. Wir haben dafür ein Budget auch im Jahr. Das sind gut 80.000 Euro. Die drei teilen wir eigentlich. Dafür ist ein Teil so für das Thema Bildung, Kindergärten, Schulen, also Projekte, Bildungsmaßnahmen, die sonst nicht möglich wären, zu unterstützen. Das ist ein wesentlicher Part. Außerhalb von Corona ist der zweite so das Thema Vereine, Aktivitäten, Jubiläen, wo man nie Nein sagen, wenn sich Menschen irgendwo engagieren. Und das dritte ist so im Bereich Soziales, Frauenhaus, Hospiz, Tafel. Damit treten wir eigentlich nie laut mit auf, das machen wir eher so im Stillen. Und so neu ist für uns das Thema Nachhaltigkeit. Also wir hatten zwar immer schon mal mit den beiden Wäldern, die wir gepflanzt haben, in Rettichhausen und in Frankenau und bei der Kellerwalduhr. Oder jetzt auch hier. Und das ist was, wo wir wirklich auch nochmal so Ideen suchen. Ich hatte jetzt den Frank mal wieder angeschrieben, ob er sich mal Gedanken machen will. Also immer da, wenn wir auch irgendwas Nachhaltiges machen. Zum Beispiel bei uns helfen die Kunden mit, wenn sie sagen, wir stellen um den ganzen Papierkram auf ein elektronisches Postfach. Wir sparen damit das Papier, dass wir sowas auch irgendwie fördern und sagen, dafür pflanzen wir einen Baum, eine Eiche oder 20. Das würden wir halt gerne finanziell möglich machen. Und das ist ein Angebot, was wir da haben, wo ich glaube, was auch eine gute Sache wäre. Ja.